2, 14, 47. Man sieht es ja, wie sie schon wieder so entspannt. Wie war's? Ja, war super. War wieder genau das, was ich mir vorgenommen habe. Es war jetzt mein zweites Mal hier in Hamburg, mein dritter Marathon insgesamt. Und ja, es lief eigentlich wieder wie am Schnürchen, muss ich sagen. Ich meine, Sie erzählen das so entspannt wie so ein alter Hase dabei. Was ist denn der dritte Marathon? Wie der Herr gerade vorhin gesagt hat, und scheint das Netz zu sein. Was ist denn für Sie das Besondere? Also das Besondere ist auf jeden Fall die Stimmung. Es ist unglaublich. Man wird wirklich von vorne bis hinten, die komplette Strecke wird man von den Zuschauern getragen. Also es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Das pusht einen enorm. Sie sind ja mit Schlepp dran, man ist dann losgelaufen. Man war so der Punkt, da merken Sie das. Ja, also das war so ziemlich genau bei Kilometer 20, glaube ich. Da habe ich gemerkt, jetzt kann er nicht mehr ganz folgen. Ja, ich meine, es muss dann jeder sein eigenes Tempo finden beim Marathon. Das ist dann, sind dann noch 22 Kilometer, die Strecke wird verdammt lang raus. Und von daher muss da jeder sein eigenes Ding machen. Und ich habe immer mal wieder gedacht, vielleicht kommt er ja nochmal von hinten ran oder so, weil ich gemerkt habe, so die zweite Hälfte war ein Tick langsamer bei mir auch als die erste. Und ja, aber ich bin glücklich, dass es geklappt hat dann mit der